Hey ho und herzlich willkommen, willkommen zurück eventuell zu Wir spielen Parkitekt mit mir, dem Vorbundler von Minenarbeit.de. Ach, das habe ich aber schön gesagt. So, was machen wir denn heute? Wir bauen die Station für die Rundfahrt durch das apokalyptische Industriegebiet. Und ob es regnet oder schneit, wir werden uns nicht davon abbringen lassen, ein paar Schmuddelecken zu verschönern. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jo, dann lass mal anfangen. Ich hoffe, ihr seid bereit, habt euch eine Limo geschnappt oder so. Ich habe so jedenfalls auch was Kühles hier stehen. Es ist immer noch brütend heiß. Ich werde hier mal den Weg vom letzten Mal doch nochmal austauschen. Kann man es schon übermalen. Und das ist dieses Gebäude, der Eingangsbereich vom apokalyptischen Industriegebiet. Pass auf, hier kommt ein Türmchen rauf, hier kommt ein Balkönchen hin. Da kommt einfach nochmal ein Gitterchen drauf und was zusammengebrochenes. Und hier wird das alles noch verkleidet mit solchen Türchen. Ich denke mal, das setze ich direkt mal ein. Auf dieser Höhe am besten, damit das gut aussieht von außen. Ja, und wenn ich mich hier ab und zu mal verklicke, dann wisst ihr, es liegt nur daran, dass ich hier auf der Tastatur festklebe, weil alles irgendwie nass geschwitzt ist. Ne? War ekelig. Gut, was mache ich denn jetzt hier mit diesen Stützen? Stützen sind ja auch so ein kleines Übel. Aber was willst du machen, ne? Musst du irgendwie dich arrangieren mit. Die sind immer irgendwie, ja, die sind nicht so schön. Wie, das sieht ja jetzt überhaupt nicht aus mit diesen Stützen, ne? Hier oben, die sind schön. Das finde ich ganz gut, die von der einen Schienenbahn. Ich habe ja hier mal wieder mehretagig gebaut. Verändere ich jetzt einfach mal das ganze Gebäude. Das wird jetzt einfach hier unten noch so hingebaut. Dann werde ich da noch schöne, was weiß ich, Fenster dran tun. Krumm und schief. Mal sehen, wie es aussieht. Der Zaun kommt ja weg später. Dann wird man es besser sehen können. Jetzt brauche ich nochmal eben was anderes. Was nehmen wir denn hier mal? Irgendwie ja, so eine Ziegelwand vielleicht mal. Die wir dann bunt anmalen. Erstmal hier so auffüllen. Einmal da rum. Ruhig ganz rum. Hier habe ich ja irgendwas von einem Balkon oder so noch geschwafelt. Mal schauen, wie ich das hinbekomme. Ja, das kann auch zu. Riesengebäude. Eins geht ins andere über. Attraktion neben Attraktion. Farbe, was ist mit Farbe? Ja, jetzt nicht sowas. Ich mal, was könnte man so Steampunk-mäßiges? Irgendwie was in Grün wieder, ne? So hier, weil wegen der Pflanzen und so. Mal sowas in der Art. Gewöhnungsbedürftig. Etwas milder. Und dann dieses hier auch noch etwas abdunkeln. So mache ich das jetzt. Ist besser, glaube ich, als das Grün. Das ist die Farbe dieser Torbögen. Und dadurch ergibt es jetzt auch alles etwas mehr Sinn. Ist nicht ganz so bunt. Diese großen, flachen Wände hier muss ich echt noch ein bisschen verzieren. Jetzt kommt hier erstmal wieder ein Durchgang hin. Schauen wir auch mal, wie hoch das alles sein muss. Dann finde ich diese Zäune sehr schön. Metallzäune sind das. Die haben so eine leichte Wölbung. Das finde ich ganz gut. Machen die vielleicht ringsherum. Hier kommt noch der Abgang. Treppenhaus nach unten. So, das wird auch alles so ersetzt hier. Warum nicht, ne? Ist ganz gut. Hier könnten noch kleine Dächer drüber mal sehen. Baue ich mal hier diesen Abgang. Sehr gut. Noch idealer wäre es allerdings, wenn der Eingang hier unten schon irgendwo wäre, weil hier die meisten Leute langlaufen, die würden dann direkt in den Eingang gehen. Aber gut, so suchen sie sich halt ihren Weg nach oben.
Diese Ecke ist natürlich nicht schön. Die werde ich jetzt sofort ausbessern. Und da muss da auch der Zaun nochmal auf die Ecke, damit da keiner runtersegelt. Und diese komischen Rapunzelwände setze ich hier wieder oben hin. Haben wir ja mehrere vorne. Moment. Auch nochmal das Teil hier. So. Leider gibt es keine einkacheligen Zipfeldächer so. Da muss ich irgendwie was mal erfinden. Da hatte ich es einfach vor, so eine Art Kirchendach drauf zu tun, auf dieses Türmchen. Dafür habe ich jetzt diese Sache hier entdeckt. Auch ein Klassiker. Machen wir das einfach mal hier überall. So leichter reingebaut. Und noch mit einer anderen Farbe vielleicht. Das ist auch ein Dach, das ich gemacht habe. In alter Anlehnung an das berühmte aus Rollercoaster Tycoon. Da hat man die ganze Zeit mit diesem Dach gearbeitet. Ich habe es noch ein bisschen verfeinert. Ja, die Farbe gefällt mir jetzt noch nicht so wirklich. Vielleicht bringen wir doch mal ein Grün noch rein. Sowas ist doch echt direkt ein bisschen freundlicher. Dann oben der schwarze Streifen könnte vielleicht auch noch mal etwas bunter sein. Sowas. Ja. So können wir miteinander reden und arbeiten. Ja, das ist doch gut. Ja, guck mal. Das macht Sinn. Das sieht jetzt sehr schön aus. Ja, das sieht doch gut aus. Ne? Mensch, endlich kann ich dieses Dach mal. Da habe ich echt lange dran rumgefummelt. Und jetzt kann ich es endlich mal einbauen. Die Farbe gefällt mir gut. Ja gut, dieses Türmchen hier, weiß ich auch nicht, was ich da mache. Vielleicht mache ich einfach Blumen drauf oder einen Baum oder irgendwas Lustiges halt, ne? Weil das ja sowieso alles hier so Fantasy-mäßig ist. Könnte man doch machen. Ein Baum, wie geht das? Könnte man das machen? Zeig doch mal. Ja, Leute, ihr werdet ja nicht für möglich halten, aber ich finde das echt, ich finde das ganz gut so. Ja, es ist verrückt, ich weiß, ne? Macht keinen Sinn, ne? Aber ist, im Grunde ist es halt ein Baum, der wächst da in dem Turm. Ist doch okay. Okay, das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus hier, ja. Ja. Nicht so optimal. Vielleicht kann man die noch etwas besser da reinjustieren, dass die Wurzel doch irgendwie anders gedreht ist oder so. Von hier aus nicht so sichtbar ist. So. Ja, aber ist ja genau das, was hier hin muss in diesen Bereich. Komm, seid doch mal ehrlich. So, jetzt kommt ja noch ein braunes Dach rauf. Irgendwie dunkle Farbe. Das ist ja schon richtig vielleicht. Oh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Uah. Ich glaube, hier habe ich gerade noch den Farbwert im Zwischenspeicher. Mal schauen. Ja. Krass, oder? Aber das hat irgendwas. Es hat irgendwas, finde ich. So ein Baum jetzt hier noch an zwei anderen Stellen. Nicht mehr. Zwei. Vielleicht hier vorne noch. Ja, dann könnte ich mal mir vorstellen, dass alle Hurra schreien. So. Da macht das irgendwie Sinn, ja, oder? Da ist noch eine Stelle. Moment, ja, richtig genau mit dem... Na, da. Ja. So geht's doch. Lass mal gucken. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich finde das echt nicht verkehrt. Das ist vielleicht völlig durchgeknallt, ja. Aber so kommt's schon mal. Hier oben nochmal die Terrasse. Ja, ich hatte jetzt auch überlegt, da auch noch ein Dach drüber zu bauen. Aber, nö, mache ich doch nicht. So, jetzt wollte ich das eigentlich fertig bauen hier. Oben muss ja auch noch eine Etage drauf. Und jetzt Einschienenbahn, die soll vielleicht möglichst da auch noch durchfahren. Das wird jetzt doch noch ein bisschen mehr Arbeit. Deswegen springe ich jetzt doch schon mal rüber zur nächsten Baustelle. Ja, und da habe ich hier hinten diesen Abseitsweg. Den abseitigen Weg. Den Hinterweg. Den keine Ahnung Weg. Der so wirklich hier hinten so durchs Nirvana führt. Und ja, hier steht noch so ein einzelnes Shop-Gebäude rum. Das ist alles, das sieht so billig aus, finde ich hier. Ja, man könnte den vielleicht verbreitern. Hier vorne
Ja, auch hier ist nochmal so eine Stelle, wo ich mir vorstellen könnte, dass da vielleicht was hinpasst. Hier könnte wirklich durchaus noch irgendeine Art kleines Karussell stehen, damit die Leute noch mehr angelockt werden, hier oben lang zu gehen. Ich meine, besucht ist der Weg ganz gut, ne? Aber er gefällt mir halt nicht so sehr. Das war halt wirklich hauptsächlich als Verbindungsweg gedacht, von der Piratenbucht bis hier hinten zur Rohrofen-Achterbahn und dann hier runter an den Steinbruchsee. Ich glaube, ich fange mal mit ein paar Blumenbeeten an. Die ich hier so wild in das Gelände stelle. Hinterher haue ich wieder was raus. Erstmal bis hierhin, mal schauen. Denn das gefällt mir ganz gut hier. Dann die kleinen Pilze da rein. Oder diese Skulptur an allen drei Feldern oder was. 1, 2, 3, sowas. Hier. Und hier. Und hier. Dann einrahmen, ja. Das ist auch sehr schön, wie hier auf dieser Seite. Fehlen noch diese kleinen gelben Pilze. Erstmal so ganz wild irgendwie. Und dann war da, glaube ich, noch eine andere Sorte. Ja. Diese ganz kleinen. Absolut random. Da mal eben reingesetzt. Das finde ich sehr schön. Doch, und Felsen. Hier diese flachen, die könnten da noch an verschiedenen Stellen hier so auch mal hier ruhig reingelegt noch. Ist auch gut. So, ja. Schon mal wieder etwas netter. Ach, guck mal, zufälligerweise stehen jetzt die Bänke immer genau gegenüber der Skulptur. Kann man sich das wunderbar angucken. Man könnte auch mehrere verschiedene Skulpturen nehmen. Wir haben ja genug in dem Spiel, aber ich finde das jetzt sehr schön so. Ja, ja genau, da habe ich ja noch dieses Kraut auch aus einem meiner Mods. Und ich mag das irgendwie. Ich finde das vom Stil wirklich ganz gut dazu passend. Und jetzt sieht das hier eben auch noch ein bisschen rein, ein bisschen Salat. Hier auch noch eine Ecke so. Ja, und das ist heute mal wieder eine richtige Knösterfolge, ein bisschen eine Schmuddelfolge, wo wir viel an euch so Dreckecken gehen, ja, und mal uns was überlegen. Hier, was ist jetzt mit dieser Stelle hier? Ach, mir gefällt auch diese Mauer hier nicht so wirklich. Vielleicht sollte ich das doch hier weiter so fortsetzen, auch den Weg hier noch verbreitern. Ja, oder noch besser, ich werde jetzt diesen Weg hier noch erweitern. Dann sieht das auch nicht so eng und gedrungen aus. Sondern die Leute können hier wirklich... Ach, das weiß ich auch, warum ich das nicht gemacht habe. So. Die Stütze soll hier nämlich bleiben. Von der Achterbahn. Die hätte ich ganz gerne noch da stehen. So, guck mal hier. Jetzt hier machen wir ein bisschen breiter mit so einem anderen Muster. Ja, der Tunnel, der ist jetzt natürlich überflüssig. Aber hier, das können wir noch ändern oder... Ja, doch, machen wir das so. So Stückchen für Stückchen. Wie verhält sich denn die Stütze mit dem... zusammen mit dem Blumenbeet? Ach, der macht das auch weg. Gut zu wissen. Da war doch in der letzten Folge diese Stelle, wisst ihr noch, am Wing Coaster drüben, an dem neuen Gebiet. Ich hüpfe mal eben rüber. Hier hatten wir doch so eine Stütze entdeckt. Ha, so kriegen wir die weg. Die verlief mitten durch die Schiene. So ist ja auch gut. Oder machen wir daraus, machen wir jetzt irgendwie auch eine neue Kunst. Indem wir das einfach umfärben, so ganz üble Farbe geben. So verbrannte Blumen. Verbrannt irgendwie. So. Schwarz auf schwarz. So braun. So was. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Farben da drin sind. Mal sowas irgendwie so ein Grauton. Ach, die grünen Blätter kriegen wir nicht weg. Jetzt ernsthaft?
Pass mal auf, dann nehmen wir so ein. Probieren wir das gleiche nochmal mit meinem Gestrüpp, was ich vorhin schon verwendet habe. Ah, Moment, das habe ich hier sogar schon. Das ist auch gut, weil dann haben wir jetzt die gleiche Art. Dann schauen wir mal. Es ist die. Ach, guck mal, es ist die Stütze so geblieben. Die komische da unten. Ach, das ist aber auch gut. Trotzdem will ich jetzt wissen, wie es aussieht, wenn ich das jetzt noch hier unten hin tue. So. Ist doch cool. Ja, aber interessant. Interessant, dass die Stütze jetzt verschoben wurde durch das Boombeet und seitdem aber auch so bleibt. Gut. Mal gucken, wie es nach dem nächsten Spielstart aussieht. Ich jump mal wieder zurück hier. Ja, und hier in dem hinteren Bereich, das ist ja schon so außerhalb des Parks mehr oder weniger, habe ich einfach mit hier solchen Bodenfarben so einen Trampelpfad angedeutet. Alte Wege oder Straßen, wo die LKWs drüber gefahren sind, zum Steinbruch rüber. Hier noch ein bisschen rum. Ne, alles ein bisschen verfallen. Und ja, einen ollen Tümpel. Ist natürlich auch noch potenzielles Bauland, aber im Grunde ist hier ab dieser Mauer Schluss. Und dieser Weg ist einfach, ist nur für die Bediensteten, die hier die Shops beliefern. Schön abgetrennt, auch sichtbar, also sichtgetrennt von den Besuchern, die ja inzwischen sehr empfindlich sind, wenn die sowas sehen. Und jetzt glaube ich, ich weiß auch, was mich an der Mauer stört. Ich glaube, ich habe das, als ich das gebaut habe, für eine gute Idee gehalten, dass sie so weiß ist. Aber ich probiere die mal doch jetzt auch vielleicht in einer anderen Farbe zu haben. So ein Braun. Was ist jetzt hier? Sieht ja nicht gut aus, ne? Das sieht nicht gut aus hier. Was haben wir eigentlich noch für Farbmuster hier? Wir haben ja verschiedene Paletten im Laufe der Zeit angesammelt. Vielleicht ist da ja jetzt was dabei. Das ist so der Classic-Look hier im Minenpark-Ressort. Das macht mehr Sinn, oder? Das sieht besser aus, oder? Das ist nicht so grell. Wo doch alles andere auch schon so abgedunkelt ist und hässlich und verstaubt und verrostet. Ja, Disney-Kitsch findet ihr woanders, meine lieben Freunde. Müsst ihr ins Disneyland fahren. Weiß gar nicht, was Leute da so toll finden da. Ich meine, ist imposant natürlich, aber so super Sachen stehen. Also jetzt, ich rede jetzt von Paris. So super ist das auch wieder nicht. Und überall dieser Disney-Quatsch. Furchtbar. Das ist doch nichts für einen erwachsenen Menschen. Obwohl, die machen ja jetzt auch Star Wars und sowas, ne? Ja, ja. Ich meine jetzt hauptsächlich natürlich Leute in meiner Generation. Die stehen natürlich auch voll auf Donald Duck und sowas. Das ist natürlich für mich auch das Allergrößte. Also habe ich ewig nicht gelesen, aber ich weiß, dass ich als Kind habe ich das auch geliebt, ne? Und das ist jetzt auch nicht so kitschig, ja? Das geht ja teilweise auch ganz gut zur Sache, so. Alles nicht mehr politisch korrekt, ne? Ja, aber hier die ganzen bunten, keine Ahnung, Prinzesschen und Tierchen und hast du nicht gesehen, damit kannst du mich echt jagen. Ja, den Bereich mit der Achterbahnstütze, den werde ich jetzt, nicht wieder mit dem Blumenbeet. Ah, lass das doch mal. Nee, ich werde versuchen, diesen Stein da rauszukriegen. Das noch etwas so kleiden hier. Okay, und dann stellen wir hier die Bänke auf. Welche habe ich denn genommen? Diese einfachen da. Und noch etwas Licht hätte ich ganz gerne. Soll mal einer sagen, was er will, aber diese ganz normalen Laternen, die finde ich immer noch am schönsten. Die habe ich auch früher immer verwendet. Das andere Zeug ist auch gut. Gruseliger Kürbis, ja. Diese Zahnräder sind auch nicht schlecht. Die kann man auch ab und zu nochmal einbauen. Passt irgendwie. Auch animiert dreht sich da auch irgendwas oder so. Nein, leider nicht. Alles nur so ein kleiner Fun-Fact am Rande. Für Leute, die sich für die Entwicklung von Parkitect interessieren. Aber inzwischen wurde von den Entwicklern im letzten Stream gesagt, dass ja so Animatronik und so wird es wohl nicht geben in Parkitect. Also so Dinge, die sich auslösen bei der Fahrt und überhaupt so bewegliche Figuren
Wir haben ja nur sehr wenige bewegliche Dinge, also animierte Dinge hier im Spiel, wie eben diese zum Beispiel die Zahnräder und vielleicht noch ein paar andere Kleinigkeiten. Aber hier die Bäume zum Beispiel, die sich immer so ganz leicht im Wind wiegen. Das ist auch ein wunderschönes kleines Detail, finde ich. Und er auch, der sich jetzt hier neben der Kotze stehend den Baum anguckt. Oder was macht der da? Was guckst du? Der guckt sich die Trauerweide an, die ja auch schön im Wind sich regt, ne? Und das ist sehr schön. Ja, aber richtige Animatronik, leider, ne? Ich würde sowas auch ganz gerne mal modden, aber Animatronik ist natürlich echt nochmal. Also so Figuren, die irgendwas machen und so, ne? Das ist natürlich nochmal eine Herausforderung. Aber das hat ja nichts. Eine Herausforderung an der richtigen Stelle ist ja auch nicht verkehrt. Wie mache ich das jetzt hier? Das mache ich jetzt mal noch eben, ne? Das mache ich noch. Gib mich hier von dem Boden. Felsenboden. Und nochmal so einen anderen Weg hier, den. Der ist schön. Ja, genau. Dann baue ich hier noch aus. Ein bisschen größer. So. Ja. Und werde auch noch diesen komischen Regenschirmverkäufer adäquat verkleiden. Denn so kann man das ja nicht lassen. Mäuerkin. Auch so Displays hätte ich ganz gerne im Parkdeck. Ich meine, man kann es auch übertreiben, ne? Fällt mir gerade ein, wo ich diese Map hier sehe. Das ist hier nur eine Fantasy-Map. Und fände ich ja schön, wenn man das Bild zum Beispiel austauschen könnte gegen eine eigene Karte. Aber ist das jetzt alles Blödsinn jetzt, ne? Ein bisschen übertrieben. Oder so Displays wie in Planet Coaster. Ja, habe ich auch noch nicht viel mitgemacht. Habe ich schon mal verwendet, sage ich ganz ehrlich. Manche Leute machen da auch richtig abgefahrene Sachen, aber manche Leute machen den Planet Coaster sowieso völlig abgefahrene Sachen. Ich persönlich ja komme dann trotzdem nie dazu. Möchte ich die Stütze da haben oder möchte ich die Stütze da nicht haben? Ich kann die auch weglassen, oder? Das ist doch hier ausreichend. Komm, ist alles stabil gebaut. Setzen wir doch nochmal so einen anderen Weg rein, dann ist das alles ein bisschen lustiger hier oben. Und freundlicher. Breiter. Heller. Und in diese Ecken. Das ist auch sehr schön. Denkt man erst gar nicht dran. Aber in diese Ecken kann man auch ganz wunderbar solche Blumenbeete setzen. Da verschwindet nämlich einfach irgendwie alles in der, hier drin. Und dieses Dreieck ist gut aufgefüllt. Ja. Also das ist kein Problem. Und so kriegt man auch diese komischen diagonalen Ecken, wie hier vorne auch. Die kriegt man immer ganz gut in den Griff damit. Ja, was ich auch immer mache, ist, ich nutze gerne so nur eine Farbe bei den Blumen in einer Gegend. Jetzt in einer anderen Gegend würde ich vielleicht eine andere Farbe nehmen, aber ich mag diese gemischten Blumenbeete nicht so. Ich habe das ganz gerne immer nur in einer Farbe. Das ist keine Faulheit, das mag ich einfach nur lieber. Ja, es ist sowieso alles ein Klacks hier, um mal eben umzufärben. Machen wir hier nochmal eben diese Beetumfassung. Finde ich mich gut. Man kann auch Blumenbeete nehmen mit Umfassung, aber die haben dann auch immer zwischendrin noch so eine Wand, ne? Und das möchte ich nicht. Nein, das möchte ich nicht. Also. So, was ich auch möchte, ist, Kinders, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es weitergeht mit Planet Coaster, hätte ich fast gesagt. Nee, mit Parkitect, ja. Ah, das wäre schon sehr cool. Für heute mache ich jetzt erstmal hier Feierabend. Ich weiß aber auch schon, was wir beim nächsten Mal wieder machen. Es wird mal das gemacht, mal das. Oh, da unten ist ein Rohr im Boden. Sehr interessant. Ja, hier die Stelle. Die müssen wir irgendwie noch ausbauen. Den Weg haben wir ja relativ gut in den Griff bekommen. Jetzt, das werde ich noch etwas weiterführen. Aber ist schon mal ein bisschen sinnvoller als vorher. Gut, und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und vielen Dank für heute erstmal. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß. Und lasst euch keine Angst einjagen.